Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind mittlerweile bei Folge 31. Wir sind Stufe 29 und 6% vom Level. Wir machen noch die 30 voll. Dann würde ich sagen, gehen wir so langsam mal Richtung Schlingental. Wir sind jetzt hier im. Ich soll mal gucken. Mein Dämmerwald heißt er. Jo, Dämmerwald. Und dann. Oder mal. Was wir so anstellen können. Wir gehen jetzt mal hier zu den Nachtheulern. So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema. Würde ich mal so sagen. Aber gut. Ich hoffe, mein Mikro funktioniert etwas besser. Ich habe mir nämlich ein neues besorgt und ich hatte schon ein paar Tests gemacht. Ich fand es eigentlich ganz gut von der Qualität, aber ihr könnt ja selbst mal hören und sagen, was ihr davon haltet. Vorher hat das leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Da sind die Worgen. Und es sind Humanoide, oder? Ja. Schade, weil so ein Worgen, aber den ich schon mal gesagt, hätte ich auch gerne als Pet. Ja, Schlingenanteil, damit war das. Dort man doch meine erste Begegnung mit der Horde. Vorher habe ich die Horde gar nicht so wirklich wahrgenommen, bis auf einmal in Aberdeen ist. Ich guck mal. Hier in Dunkelküste. Dunkelküste war ich da. Ich glaube, da haben die wollten irgendwo hin, nach Danassus vielleicht raiden oder so. Keine Ahnung. Weiß, da bin ich ja gerade 10, 15 oder so war ich dahin. Ja, das war lustig. Für mich eher weniger, aber. Ja, das weiß ich noch. Es ist fast ein Trauma gewesen. Ich habe da natürlich auch drauf gehauen, weil ich wusste ja nicht, was da passiert. Bis dann irgendjemand schrieb, ich soll am besten PvP ausmachen und so lange warten, bis es ausgelaufen ist, die 5 Minuten. Weil es nicht so gut ist. Weil dann nämlich als kleiner Mini-Nachtelf, Level 15. Aber da versucht die Level 70er Horde umzunieten, aber das. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich versucht, ein bisschen Horde zu spielen, aber dadurch, dass damals Burning Crusade ganz am Anfang war, habe ich auch nirgendwo wirklich Hilfe gefunden. Und bin dann irgendwann doch umgeschwenkt, wieder auf Allianz. Und habe einen Gnom-Hexenmeister gespielt. Ich glaube, bis zur Stufe 70 war ich auch nirgends in der Gilde drin, weil ich hatte dann jemand quasi kennengelernt und der meinte, ja, warte, geh in keine Gilde, ich lade dich ein, wir machen das schon. Dann irgendwann verlor sich der Kontakt, dann bin ich in die Scherbenwelt gekommen. Da habe ich dann jemanden getroffen, damals aus meiner Gilde. Dann bin ich dann bin ich mit reingegangen, sprich also mit 60 ungefähr, plus minus. Ja, wie die Zeit vergeht. Da am Eingang sind die anderen, die ich brauche. Wahrscheinlich hier in Höhlenwalk oder so. Wenn ich noch rumschleichen kann, du musst ja eigentlich unbedingt alle mitnehmen. Wupp. Besudelt er. Hm. Ein bisschen Schmutz oder so im Fell. Man weiß ja, besudelt er. Man weiß es nicht. Jo. Was ich toll finde, dass man die doch leeren kann, obwohl es humanoide sind.
gar nicht mehr, ob man den dann immer noch verlieren kann. Ich gerade aber schon 25%. Das geht ja wieder fix hier. Dann wollen wir die dann fertig haben, die Quest, und dann abgeben. Haben wir dann sonst noch was für den? Ich glaube, das. Lieferung, Vorrat. Ah, okay, die können wir auch noch. Ist ja quasi auf dem Weg. Dann würde ich sagen, essen wir erst noch was. Natürlich. Sollte es anders sein. Wir brauchen noch was am Essen, Mensch. Immer dasselbe mit denen. Muss ich auf der Arbeit. Ich sag, aha, isst du mal was? Also machst du mal Pause. Zieh ein bisschen hin. Zack, kommt der Chef. Das ist immer so, wenn man immer nur am Pause machen ist, beziehungsweise am Essen ist. Ja. Das kennt man bestimmt, oder? Nichts Böses. Dann kommt der gute Mann um die Ecke. Was machen Sie denn da? Ja, nun, Pause. Bin mal gespannt, wie wir uns im Schlingdorntal schlagen. Weil für uns wird es wahrscheinlich super, weil wir sind ja einmal zu zweit und wir sind Lederer. Weil das ist ja wahrscheinlich dann ein Fest für uns hier. Wo ich damals auch gerne gewusst hatte, war im Tanaten, nee, in den Dschungel, wie hieß das denn? Schulasarbecken, das fand ich auch total cool. Da habe ich ganz, ganz viel geledert. Hat sich angeboten, ne? Tiere töten da. Ich glaub, 20 oder muss man töten? 50? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall super viele. Oh, die Höhle ist zu Ende. Geleert hier. Höhle clear. Okay. Da sind die dann wieder respawned. Okay, Vorreißer. Vorreißer. Und ich bin mal gespannt, war, wie wir uns irgendwann, wenn wir mal das sein sollten, im PvP schlagen werden. Das wird bestimmt auch noch ziemlich interessant. So. Oder? Nichts Tolles für uns. Sehr doof. Warten. Lieblingsbeschäftigung aller Menschen ist Warten. Und ich kenne keinen, der gerne wartet. Wir haben ja neu. Joa. Aber hier war schon mal einer. Entdeckt. Da auch. Oh, und da auch. Dürfte aber jetzt gar nicht mal so lange her sein, weil die Skelette liegen noch hier. Und hier durchgewiped. Na gut, jetzt haben wir das Glück als Jäger oder als Hexenmeister, dass wir einen Begleiter haben. Ah. Da geht das noch. Ich
können wir noch nicht. Ach so, ich kann nicht parieren oder so. Bla 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 bla. Kann nur eingesetzt werden, nachdem ihr ausgewichen seid. Das Problem wäre gewesen, kann nur eingesetzt werden, wenn euer Pet ausgewichen ist. Müssen wir noch einfüllen? Oh, noch ein Besuch ist, ich glaub's nicht. Ich dachte, wir hätten auch von dem 7 gehabt. Na ja, gut. Jetzt haben wir 7, haben wir den um. Verfehlt, verfehlt. Das ist nicht eine sinnige Sache, glaube ich. Da hat sich ja jetzt auch umgedreht, ne? Da konnte er auch nicht mehr ausbrechen. Also wie er ihm. Weil er uns hier nicht haut. Der Einsiedler. Ja, ich muss aber erstmal hier mich aussiedeln, damit wir zum Einsiedler können. Weil diese ganzen Forkengedönse möchte ich nicht. So. Was ich auch cooler manchmal fände, ist, wenn das etwas Gebiet abgegrenzter wäre hier. Weil man liest ja alles teilweise hier. Suche nach das, suche nach das. Und meistens liest man nur nach HC-Inis, habe ich gesehen, oder Non-HC. Aber halt 70er die größten Sachen. Was haben wir denn da? Politik in Sturmwind. Ich glaube, das war, wenn wir in Sturmwind sind. Ja, hier. Hinter dem Garten. Und in dem Garten müssen wir auch irgendwann was machen. Da ist noch eine recht schwierige Quest nachher. Ich glaube, das ist sogar eine Gruppenquest. Da muss man irgendwie was mit dem Roboter machen und dann sieht man die Verräter von Sturmwind. Weil diese Lady, boah, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Proudmoore? Ne, ich glaube, Proudmoore ist es nicht. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall eine Priesterin. Das ist eigentlich Onyxia als Menschengestalt oder in Menschengestalt. Es gab damals auch ein ganz tolles Video. Blime hieß das oder Flime? Kann ich ja mal mit in die Videokommentare, also in den doch Videokommentare, nein, in den Videotext da posten. Sieht aus wie ein Krieger jetzt, ne? Zauberstab. Das Licht okay. Euch. Oh, da müssen wir weit laufen. Was ist das? Braucht ihr etwas? Also, was nehmen wir denn? Wir nehmen hier das mit dem. Da ist dann eine Ausdauer raus. Das ist aber egal. Das ist uns egal. So. Könnten wir schon ein paar Sachen auch wieder verkaufen. Weil die Tasche quillt mal wieder über. Die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Die stand eine Zeit lang ganz viel rum. Aber nachher dann nicht mehr. Vielleicht haben sie dann rausgepatcht, weil eh keiner drum kümmert. Quasi. Weg damit, weg damit. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Mensch. Ja, Epix in der Tasche. Ich hab's nicht gesehen. Unglaublich. Nur noch der Festzauberstab, okay. Schwindet ihr von alleine. Das kommt mir dahin. So. Wir machen immer prozentual. Also ist egal, nämlich wie groß wir sind, das ist cool. Gut, gut. Dann gehen wir noch. Das war jetzt die Quest, oder was? Ja, sieht so aus. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt mehr EP für unser. Ja, toll, dass der Einsiedler hier mitten nirgendwo aufgegeben, aber dann
Müssen wir nach da laufen? Okay. Ich laufe aber lieber anders. Weil über Felder und Wälder wollte ich jetzt nicht laufen. Diese Rabenflucht, da muss ich immer an Diablo denken. Ich meine, gab es auch ein Gebiet, das hieß so. Oder zumindest so ähnlich. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert gut mit dem Ton. Das war immer etwas, was mich ziemlich stört. Dass das nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Und auch immer recht leise aufgenommen wird. Vielleicht ist das ja besser jetzt. Drückt mir die Daumen. So kommen wir auch näher. Anstatt hier über. Ich glaube nämlich, hier stehen auch noch die. Oh, was ist das? Weißer Punkt. Weg. Da. Die Weltwasser stehen auch noch da. Ich weiß gar nicht. Wir können ja mal gucken, wenn ich es finde. Tritt. Da. Tritt. Weitere Loot. Weltpasse. Aber wie die hießen, weiß ich nicht. Wir müssen aufpassen, läuft irgendwo Murmur rum. Murmur ist er, ne? Der läuft hier auch irgendwo rum. Das ist nämlich ein dober Typ. Die Lieblingsaufgabe von Murmur ist Lois One-Hitten. Oh, hier gibt's Köcher. 15 Tempo. Oh, so schlecht. Questbelohnung. Okay. Ich glaube, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Da gibt's. Weil ich habe zwar, ich glaube, ein oder zweimal gelegt, aber ich glaube 40 Mann waren wir. Und ich war noch keine 70 bzw. 60. Ja, das sind alles für 60. Da. Und hier ist Kasak. Na gut, der ist nicht. Aber da habe ich mich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, diese Jägerquest hängt zusammen mit irgendwas aus dem geschmolzenen Kern. Da gab es auch was, ich glaube, für einen Bogen oder so. Ich meine ja, können wir mal. Kalender, was ist das? Nö, hier müsste das irgendwo sein. Ja. Todesminen. Muss auch aufpassen mit Momo. Verlies oder Mann. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Nee, Verlies. Warte. Der geschmolzene Kern. Ja gut. Das ist die Folianten interessieren ihn gar nicht mehr, weil die gibt es jetzt alle beim Lehrer. Zu viel ist gut, nein. Na, der. Auch hier gibt es einen Gleichbogen. Questbelohnung. Ich glaube, das ist. Ja. Da wachsen nämlich Blümchen dran. Den fand ich damals auch toll, weil dann war ich irgendwann mal. War ich dann doch im geschmolzenen Kern, aber dann mit 70. Ich mir nämlich auch den Loot Table angeguckt. Fand ich auch toll. Ja gut, wirklich bekommen oder so habe ich ihn nie. Weil ich war, glaube ich, danach noch ein, zwei Mal mit dem Jäger da drin. Ansonsten war ich mit dem Schurken da drin. Aber da habe ich dann das Schwert. Donnerzorn.
haben. Und das war furchtbar. Weil ich so oft darunter hatte, ich keinen Bock mit irgendeinem anderen Charakter da reinzugehen. Ich kann schon den Mobs quasi guten Tag sagen. Ach, hier ist sogar die Quest vom letzten Mal quasi weiter. Grabmus. Grabmus weiß ich gar nicht, wofür man das braucht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Machen wir in der nächsten Folge nämlich weiter. Wir haben nämlich die 20 Minuten schon wieder voll. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und auf Wiedersehen.